So, er ist wieder da. Hallöchen. Hallo und danke für den Follow, Baron von Erkutal. Achso, Alex, ja, Borderlands-Stream, ja, wäre eigentlich auch mal eine Idee, ne? Also ich meine, geplant haben wir es ja, die Frage ist nur, wann machen wir es, ne? Und wer ist eingeladen? Hust, hust. Alle. Was ist Borderlands? Kann man überhaupt nochmal Borderlands spielen? Hat das eine maximale Anzahl gehabt? Vier, glaube ich. Vier, ne? Vier. War vier wirklich Maximum? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht mehr, ich überlege gerade. Oder waren es sogar sechs Leute? Ich glaube, es waren sechs Leute, oder? Echt? So Serious viel. Sam können wir auch spielen, oder? Das wäre wirklich. Was nochmal? Serious Sam? Serious Sam wäre auch geil, vor allem das Neue. Das haben sie doch mittlerweile gefixt, oder? Von den ganzen Bugs her, oder? Ich glaube, es gibt einen vierten Teil ja mittlerweile, ne? Das Ding hat einen Bug gehabt? Der letzte, der rauskam, der war zwar eigentlich gut, wäre es nicht so verbuggt gewesen. Aber das haben sie mittlerweile bestimmt behoben, das Gröbste. Außer ich natürlich, ich finde natürlich wieder die restlichen Bugs, die noch im Spiel sind, ist klar. Und du machst sie auch sogar, also du bist nicht nur der Finder, sondern der Erfinder. Der Erschaffer, ne? Der Erschaffer, ja, von den neuen Bugs. Also wenn du dich bewerben willst oder so, ne? Hier bei EA, ich glaube, du hast sofort den Job. Also nicht voll? Tatsächlich. Oh Gott. Alles voll. Das ist so. Das ist so, Yoshi arbeitet dann extra für EA, um dort Bugs einzufügen, die man dann nur mit einem Season Pass oder mit einem DLC beheben kann. Wahrscheinlich bevor Yoshi kommt hier in die EA-Zentrale rein und alle Computer fangen an zu flackern. Sie sind eingestellt. Ja. Oh Gott. Yeah. Einfach armselig. Ich finde es immer wieder super so von diese Videos von wegen hier Game Designer bei EA entwickelt das neue FIFA, wie das du siehst, der so langsam einen Ordner von FIFA 20 nimmt und anklickt und FIFA 21 drüber schreibt einfach oder so kopiert. Und das gleiche auch hier, der PlayStation Grafikdesigner kommt mit dem neuen Logo für die neue PlayStation, wo er dann einfach das 4 durch die 5 aus. Also und vor allem so richtig spannende und dramatische Musik einfach nur. Oder die Hülle geht ab, ne? Von den alten und die neue kommt drauf, ne? Viel Spaß. So. Aber ich würde das aus den Konsolen irgendwie, also. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwie PlayStation 7 oder 8 wäre eventuell wieder dann interessant, wenn die vielleicht so ein absoluter High-End-Computer sein wird, aber. Ich bin so lange von Konsolen weg, bis jetzt bin ich mehr als glücklich mit meinem PC. Mehr als glücklich. Du kannst auch so viel mehr machen, ne? Das ist. Ja, Unterschied, also. Viel mehr, du hast auch viel mehr Freiheiten bei deinem PC. Mit einer Konsole bist du immer noch eingeschränkter. Das ist PS4 gibt. Was? PS4? Crushcon? Nicht lecken. Du hast deine Spiele, die es auf der PS4 gibt. Am besten schreiben. Die Exclusives meinst du, ja. Ja gut, hast du aber auch ja einen PC, dass du da hier und da mal einen Exclusive-Titel hast. Auf also einen wert man ja wirklich schon ewig. Wie heißt das Spiel nochmal? Star Citizens? Das war's? Das war's? Mein Enkel hat mir mal davon erzählt. Jawohl. Ich glaub's auch. So ungefähr wird das laufen, du hey. Richtig schön fett gehypt. Endlich ein neues Freelancer. Und das ist wie mit Lost Ark, ey. 2014 den mega geilen Trailer rausgebracht und jetzt hier 2021 immer noch nicht draußen. Cool. Ach Mann, ey, Lost Ark. Das ist ja mir die ultimative Ausrede. Ist das Early Access. Ja. Aber halt noch nicht bei uns noch. Oder? Oder? Einfach holen. Es ist nur nicht auf Steam. Du musst es halt auf der holen. Ich hab's mir auch schon. Was? Könnte man meinen Stream gucken? Was zum Fick bin ich hier gerade am Witnessen? Ich hab, glaube ich, gerade den Voodoo-Haken gefunden. Achso, dieser Haken da. Was? Ja. Hä? Den hab ich doch vorhin schon mal gesehen, dass der da einfach da rumhängt. Du bist so auf dem Boot, ja, gell? Ja, aber der. Ich kann euch alles durchgucken. Ich seh ihn immer. Der geht nicht mehr weg. Ich sehe ihn für immer. Achso, das verfolgt mich. Oh Gott. Das ist der neue Wagen von The Forest. Okay. Cool. Meanwhile. Ach so, was? Das ist mein Haar. Jetzt ist er. Okay, alles wieder gut. What?
Ich hab schon wieder das Spiel gekillt. Ich verstehe es nicht. Geht der Haken jetzt noch? Yoshi, du darfst solche Sachen nicht machen. Internet. Okay. Ja, Spiel hat durch Bugs gekillt. Kabu? Ja. Du hast ja, denke ich mal, den Link ja angeschaut bezüglich ja, Stargate. Ja. Für. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht, ja. Also ich freue mich auch schon drauf, wenn es da weitergeht und wenn es wirklich mal kommt. Also es würde mich sehr freuen. Ich war damals schon sehr angehypt von dem Spiel, weil ich ja Fan von der ganzen Serie bin. Mhm. Und die Serie ist losgegangen, ne? Ja, Stargate Origin. Ja, muss ich mal gucken, wenn ich Zeit habe, dass ich da mal reingucke, wie die so ist. Warte jetzt. Gab es das aber nicht schon Origin vor vielen, vielen, vielen Jahren? Oder nein, die ist jetzt neu. Stargate Universe, meinst du? Ach so, okay, habe ich es verwechselt. Okay. Da finden die Nazis sozusagen das Tor und zwingen den Amerikaner das Ding dazu öffnen. Ach so, das war und da durchzulaufen und sowas halt. Also es soll, nur ein paar Folgen sein. Also es soll jetzt keine vollwertige Serie werden mit XY-1000 Teilen. Soll ja eigentlich nur die Story da erklären, wie der Vater ja damals sozusagen ja das Ding da geöffnet hat und da einmal durch Zufall auf eine Welt gekommen ist. Ja, diese eine Welt halt, ne? Die erste Welt, die zuletzt angewählt wurde halt, ne? Genau, also genau. Wiederholung. Nicht schlecht, so ein uraltes Ding, ne, so ein Zukunftsding hat eine Ballwiederholung. Ich spiel zu hektisch, dadurch schwitze ich und locke Bugs an. Okay. Wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte zu den Bäumen den Samen loswerden. Ja, und wir können auch weiterfahren jetzt, oder? Also muss ich jetzt so spielen. Haben wir schon unsere Insel gelootet? Ja. Wie so ein Opa. Okay. Dann können wir weiter. Kann ich greifen. Wasser. Ah, okay, nee, so kann ich nicht spielen, das geht nicht. So geht das nicht. Was bräuchte ich jetzt für ein... Pass mal auf, da brauche ich doch eh Eisen. Machen wir die Kiste mit Eisen leer. Ich nehme mal den Anker, ne? Nach oben. Jo. Ne, ist schon oben. Wir segeln nur immer noch gegen Wand hier. Also. Ja, ich hab schon geändert. Okay. Was? Crash, ist wieder tot? Was? Hä, hey, Crash, du liegst doch im Bett? Ja, wozu habe ich eine Frau? Er ist schlafend von uns gegangen. Ach, das sollte das Ding bedeuten. Jetzt habe ich es kapiert. Maximal verwirrt, ey. Wenigstens können wir sagen, das hatte ich vorhin auch. Ich habe es einfach so akzeptiert. Und vier Seile, sechs Bretter. Ich kann Quatsch gar nicht mal nehmen. Ah, jetzt so geht. Mein Spiel ist ganz aus. Vorhin habe ich auch Crash gar nicht auf fallen gelassen. Okay, also, Crash, du liegst jetzt wieder richtig im Bett, glaube ich. Jeez, was ist hier kaputt, ey. Und da gleich eine Axt machen. Okay. Bitteschön. Nee. jetzt will er auch nicht mehr. Alter. Nee. Bäh. So. Was wollte ich eigentlich? Ah, ja. Hier ist sind. Buntmarsch. Und einmal Bolzen. Ja, wir sind aber. Sind wir noch an der Insel? Nee, wir sind. Wir gehen schon weiter. Okay, gut. Zufrieden? Yes. Yes, sir. Yes. Sowas wie no Risk of Rain hattest du nicht, Bellator, ne? Nein. Was für ein Ding? Risk of Rain. Hast du auch schon mal mitgespielt. Echt? Richtig. Ja. Ja. Cabo, ja, du schon. Okay, wenn ihr das sagt. Wenn du das sagst. Ach ja, Mensch. Wie du. Weil der hat ihn ja. Nein, das wollte ich nicht. Oh. Bellator, du hast also auch Middle Earth Shadow of Mordor gespielt. I see. Nein. Doch. Ich hab Battlefield gespielt. Dein Middle Earth war mit 80 Stunden. Mit 80 Stunden hat es in der Bibliothek. Okay. Ja, hab ich gerade mal geguckt, fix. Wie heißt das Spiel?
Middle-Earth Shadow of Mordor. Ach, das meinst du? Ja, Hab ich letztes Mittelerde halt, ne? Genau, Mittelerde. Glückwunsch. ja, das war absolut geil. Also, das hat mir sehr gefetzt. Das ja, war also das mit dem Nemesis-System, das hat echt Bock gemacht. Ja. Und war das der erste Teil oder zweite Teil? Das ist der erste, denke ich. Ja. Genau. Also vor allem, also selbst, also den ersten Teil habe ich missgemacht, weil in diesem Spiel musst du rumschleichen und ich hasse das. Ich mag das reinzugehen und sagen, hallo Leute, ich bin hier. Ne? Musst du aber nicht unbedingt. Also am Anfang solltest du das machen. Ja, da ist ein bisschen schwierig, wenn du jetzt auf einmal drei Ork-Bosse hast, die dich angreifen. Das hatte ich ja. Oder fünf Stück, das ist auch ätzend. Oder und, hast du mal hier ein Video gesehen oder hier so eine Bewertung vom GameStar? Die haben gesagt, das Spiel ist eigentlich richtig geil und richtig cool, ne? Aber stell mal vor, du fängst einen Kampf an und du willst jemanden gerade töten, auf einmal kommen fünf Bosse auf einmal, ne? Und da hat er wirklich hier, da sind fünf Champions gekommen und die haben die ganze Zeit dazwischen gequatscht im Kampf oder so, ne? Ah ja. Vor allem jedes Mal kommt zuerst so eine Katze, ne, wo dich der Boss anlabert, und ich so, oh Mann, ich bin gerade am Töten von jemandem, lass mich. Genau, und ganz wichtig ist, bei mir ist einmal sogar hier, wenn du den zweiten Teil spielst, wenn du Blutzucker spielst oder blutiges Blut halt, ne, den ist unvergesslich, also den musst du einfangen, ne, diesen Pokémon. Und den musst du trainieren ohne Ende. Ja, ich vom zweiten Teil bin ich wegbekommen. Einmal aus der Tatsache, weil sie das Nemesis-System patentiert haben. Das ist eine schöne Insel. Und zweitens, weil sie noch Mikrotransaktionen im Spiel hatten. Eine relativ hohe Insel. Wo du irgendwie die legendäre Ork-Boss kaufen kannst und so ein Bullshit, das würde ich nicht unterstützen. Scheiße. Ich weiß, haben die das nicht herausgepatcht dann? Ja, ich glaube schon, aber trotzdem, das, was die da abgezogen haben, ich weiß nicht. Ich habe nur das Spiel geholt, also ich habe das nicht online gespielt. Was aber cool fand, zum Beispiel hier... Du konntest mit den anderen Dings reingehen, in den anderen Welten und dort auch sogar welche einfangen, ne? Also, Spielstand, ne? Du konntest, wie war das? Kopfgeld wurde ausgesetzt, wenn du von jemandem getötet wurdest? Hat irgendjemand, dein Ding, also wie war? Also, hat dich auf jeden Fall gerecht, weil er wurde auf diesen Bossen Kopfgeld ausgesetzt. Aber was ich nicht weiß, ob dann dieser Boss dann verschwindet, für dich oder nur für den Person, der den einfach dich so... Einfach recht. Und das Geile ist, du konntest in seine Welt dann halt welche einfangen, ne? Da habe ich auch jemanden wiedergeholt, den ich verloren habe. Aber laufen die Dienste noch? Das ist ja mit anderen Spielern dann, ne? Ja, oder? Und ja. Genau. Du gehst richtig in eine Welt von anderen Spielern halt rein, ne? Da ist auch die Stufe von den Orks ganz anders als bei dir halt, ne? Mhm. Das ist doch mal eine coole Sache. Ja, also mir hat das wirklich sehr gefallen. Also. Kann ich nur weiterempfehlen. Guck mal da drüben, wenn Lama... mal für 5 Euro im Sale, dann ist es mir es wert, sag ich mal so. Ein Rama Lama, Ding Ding Dong. Siehe es. Ein großer Kritikpunkt war auch irgendwie, dass du, wenn du das finale Ende sehen willst, also das gute Ende, musst du irgendwie mehrere Stunden lang grinden, immer dasselbe Gedönse machen. Ach so. Haben auch nicht so viele gefallen. Der Anfang, also Akt 1 bis 3 soll sehr gut gewesen sein und dann der letzte Akt, dieser versteckte Akt oder so, weil das Spiel hat es nicht direkt offensichtlich gesagt, dass du das machen kannst. Das war dann sehr viel Grinding. Also weiß ich nicht, ob das noch so ist, aber die Reviews waren noch sehr aktuell, wo ich ja geguckt habe. Lass das Lama, es hat verdient zu leben. Jo. Das Lama fangen wir ein, das kommt auf unser kleines geiles Floß. Nein. Auf unsere Pornoburg. Der finale Bossfight vom ersten. Ja, Alex, den fand ich auch ein bisschen lame. Weißt du, was besser war? Der vom DLC, wo du den Elfen spielst, da. Kalle Brimbo hieß er, glaube ich. Der Kampf war cool gegen Salatkopf. Ich weiß nicht mehr den Namen. Naja, der Salatkopf. Ja. Ich hab's nicht so mit Namen. Und auch zum Beispiel die Vorgeschichten für die Könige, ne? Also hier die Nazgûls. Die waren auch ziemlich cool. Mhm. Also in den zweiten Teil. Da erklären sie, wie die zum Beispiel manche Unobido zum Beispiel hintergangen wird hier. Manche Leute halt, ne? Also mir hat es wirklich sehr gefallen. Und was der Ring aus dir gemacht hat. Oder was aus den einzelnen Königen gemacht hat. Mhm. Ich sehe schon, gesagt, was der Ring aus mir gemacht hat. Ich wollte gerade sagen, schau dir nur Cabo an, was der Ring aus ihm gemacht hat, ey.
Dann haltet wenigstens und wenn auf Abstand. Wenn wir das Lama haben, definitiv. Warte, was? Das Schlimme an den Mikrotransaktionen war, dass sämtliche Bosse nur mit einer gewissen Prozentchance beim Training überlebt haben. Geld für legendäre ausgeben und dann krepiert er im ersten Trainingskampf. Oh. Ja, toll. Also du hast auch Spielepunkte gehabt, bezüglich hier auch mal zu leveln und was einzusammeln halt, ne? Und wenn du jemanden gekriegt hast, hast du sogar Boxen bekommen. Und in diesen Boxen waren Gegenstände. Ach, Lootboxen, halt, ne, oder? Genau. Ja, aber die hast du auch gekriegt, wenn du jemanden gerecht hast oder so, ne? Okay. Und kommt auch von was für ein Boss der war oder sowas, war umso besseres, ne? Aber das Schlimme war, das System fürs Training, ne, oder hier das Online durch die gegen andere Champions kämpfen zu lassen, ne? Das hat gar keinen Sinn ergeben, ne? Ey, ich habe Kämpfe verloren ohne Grund, ne? Obwohl ich viel stärker war, ne? Ich habe Schaden bekommen ohne Ende. Ja, stimmt. Das war auch total blöd. Du hast irgendwie so einen legendären Ork, so Level 30, da kämpfst du gegen Level 5 Ork und der Level 5er gewinnt einfach. Okay. Ja. Ist cool. Danke, Spiel. Oder ich habe hier auf also du hast auch zum Beispiel Verstärkung gehabt, solche nicht Orks, sondern du konntest immer Trupp dabei haben können, ne? Also Fernkämpfer, Nahkämpfer oder Offensivkämpfer halt, ne? Oder hier so, wie heißen die, diese riesengrauen Dinger? Berge? Nee, nicht Berge, hier diese Viecher aus. Ach, die, die Kalador oder die, diese, wie hießen die? Die ganz, ja, oder diese Riesen da. Hai oder so, oder? Also irgendwas mit Hai irgendwie. Ja, ich weiß gar nicht, was. Egal, ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall. Ja, ich weiß, was du meinst. Die haben den meisten Kampf gemacht. Meine stand da und der war irgendwie vorprogrammiert, dass er verliert. Ne? Der hat die ganze Zeit kleine Schläge abgekriegt und ist daran irgendwann mal gestorben. Das hat mich so genervt oder so. Das hat mich richtig viel gekostet. Ulukai. Ja, der Ring hat nur das Beste aus mir herausgeholt. Das stimmt wohl. Ja. Das ganze Geld, ne? Ja. Aber hier, es gibt zwei Sorten von Frauen, ne? Die eine will das Beste von dir und die andere will das Beste für dich, ne? Und jetzt dreimal drauf verraten, wer davon die Mutti ist. Meine Mutter hat gleich am ersten Tag gesagt, Wiedergaberecht ist ausgeschlossen, du musst ihn jetzt behalten. Lore wird von den Spielen missachtet, geht kaum schlimmer. Ja, Lore hat mich auch nicht so sehr gepackt, um ehrlich zu sein, der Panther. Ich fand's ganz cool mal mit den Ringen. Ich hab noch nie Filme gesehen von Herr der Ringe, um ehrlich zu sein, oder irgendwas in der Richtung. War ganz interessant, so oberflächlich, aber so richtig gepackt. Raus, außen. Das geht doch gar nicht. Weil du nicht da oben nie Herr der Ringe gesehen hast. Gesagt, gut, Yoshi, dann schauen wir so wenig an. Dinge jemals gesehen, die andere Leute. Ja, ich bin halt nicht so ein Mainstream-Dude. Mainstream? Ich hab auch gedacht, so ein Scheiß, ne? Und da war ich hier Udwins Geburtstagsfeier und der Vati so, ne? Lass uns das mal anschauen. Ich so, naja, wenn es sein muss, ne? Und wie ich den ersten Teil angeschaut habe, können wir noch den zweiten Teil fix anschauen. Ich wollte ja nicht unhöflich sein, ich war eingeladen oder so, durfte übernachten und sowas halt, ne? Ja, und dann. Ja, das war schön. Die Filme sind halt vielleicht gut, aber halt, wie es das Spiel rübergebracht hat, war halt nicht so spannend, finde ich. Weiß nicht. Also für PlayStation war es cool. Also da gibt es deutlich Besseres, meiner Meinung nach. Für PlayStation 2? Die Version? Oder reden wir vom. Nee, ich meine jetzt von der Lore oder von generell von Geschichtenerzählungen. Ach so, von Shadow of Mordor. Bei Games. Ja. Shadow of Mordor habe ich noch geredet. Da. Ich bin von Herr der Ringe geredet. Bitte? Das ist so lange, Yoshi nicht allgemein von Herr der Ringe geredet. Nee. Ich meinte es nur bei Spielen. Ich meine es nicht. Die Filme, wie gesagt, kenne ich nicht. Kann ich gar nicht beurteilen. Da müsste ich es erstmal schauen. Ja, dann guckst du es an. Wo ist das Problem? Steht auf meiner Liste, ja, die Zeit ist das Problem. Ach, dann nimmt man sich einfach die Zeit. Chef, ich kann nicht kommen, ich muss leider Gottes was machen. Da binge-watcht der hier übelste Serien und dann so, oh, mir geht leider die Zeit für die drei Herr der Ringe-Teile. Utin, kennst du auch den Typ aus Warhammer? Warhammer Online, der irgendwie gesagt hat, es gibt drei Sachen in seinem Leben, ne? Das sind also, sogar zwei Lamas. Es gibt ja hier wegen.
Naja, es ging darum, es gibt Arbeit, was sehr viel Zeit frisst. Dann gibt es hier Freundschaften, Freunde und Familie, ein zusammen und dann noch hier Computerspielen, ne? Und aus den drei Sachen kann er nur zwei Sachen wirklich aktiv machen und ordentlich, ne? Und ja, Arbeit macht am wenigsten Spaß, also ja, dadurch ist er dauerarbeitslos gewesen. Ja. Ist auch eine Einstellung, ne? Ist aus Prinzip, ne? Familie ist denen sehr wichtig, zocken auch. Also, ja, der Arbeit musste dran glauben. Ja, das gerade auch. Da war ich mir nämlich auch nicht so ganz sicher, aber gut, dass du es nochmal erwähnst. Gut. Was hat er denn gesagt? Das hier, Middle-Earth Shadow of Mordor hat keine Lore, das hat nichts mit Lothar zu tun, außer die Namen. Ja, gut. Ja, es ist halt so eine Geschichte, die sind ziemlich geil. Soweit ich weiß, eine zusammengekleisterte Nicht-Canon-Geschichte auch, weil ich weiß, haben die Entwickler einfach gesagt, so ja, irgendwie, das spielt ja, das spielt ja sogar noch vor dem Hobbit, also spielt irgendwie, keine Ahnung, 100 Jahre in der Vergangenheit oder so, vor Herr der Ringe, und da haben die auch gesagt, boah, das sind noch so viele Fragen gelassen irgendwie, also es ist eine sehr, sehr lange Zeit vor Herr der Ringe, und einfach nur, weil da so viel noch offen gelassen wurde in der gesamten Story, haben die sich einfach was ausgedacht und die Lücke gefüllt. Ach so, irgendwas, okay. Das ist ja die Zwischengeschichte halt, ne? Wie auch hier die ganze Festung und alles also hier aufgegeben werden oder zurückerobert, weil hier der Dings, da Saurons Mund alles wieder erobert oder halt hier diese. Sauron hieß er, genau. Danke, dass du den Namen erwähnst, das ist mir vorhin nicht eingefallen. Ja, hab schon vorhin gesagt, ne? Die Sauron, die Sau von Ron, genau. Sauron hat einfach keine Chance gegen diesen gegen den Typen, der mit Hilfe von EA die Kreditkarte gezückt hat und die ganze Box gekauft hat, ne? Oder hier die Yu-Gi-Oh! Verarsche. Ja, genau, die Yu-Gi-Oh! Verarsche. Auf 1000 Ja, wo er gesagt hat, ich ziehe jetzt meine stärkste Karte, meine Kreditkarte. Jawohl. Und ich kaufe jetzt 250.000. Nee, er sagte hier, wie war das? Er sagte hier, du hast nicht hier weißäugigen Drachen oder so? Nein. Hast du zwei weißäugigen Drachen? Nein. Drei ultimative Drachen? Nein. Er gesagt, zack, Kreditkarte. Oh mein Gott. Ja, weil er kauft den ganzen Kampf eine Lootbox und versucht da legendäre Karten rauszuziehen. Ja. Hey. Hä? Wo ist es hin? Da. Dieser verdammte Vogel. So, hier gibt's richtig viel zu looten, absolute Tiefe, aber meine Sauerstoffflasche ist kaputt. Moment. Will dir eigentlich einen. Also die riesigen Berge oben sind gelootet übrigens. Nein. Okay. Ich würde mich erst freuen, wenn wir immer erst Wasser machen, vor allem wenn es tagsüber ist. Ach, das ist langweilig. Das hat ja was mit Logik zu tun. Tagsüber. Also, da sieht man ja noch was. So, der Vogel nimmt mich ins Visier. Das sehen nur wieder die Zuschauer, wie viel ich übersehe. Es ist dunkel und die Zuschauer. Och nö, jetzt hab ich den Vogel abgeknappt und der ist oben auf dem Berg. Ach nee, da kommt doch. Ich hab den nur festgepackt. Wo ist denn das Floß eigentlich? Oh, danke für die Lemon. Los? Nein, hier wollte ich nicht runter. Und wenn sind Sie dann an der Kiste bald fertig? So ungefähr. Okay. Boah, voll die geile Insel mit den ganzen Steinen. Da ist irgendwo ein Haifisch. Vier Steine und vier Seile, okay. Kommt das Vieh mal? Ja. Mein Snitch. Schnitsch. Was für ein geiles Schnitzchen, ne? Ach, der Utwin ist nicht am Looten. So. Ja. Ich hab grad Wichtigeres zu tun. Ja, ich auch. Was hast du hier unten? Piraten? Piraten, genau.
Schaden. Oh, sieht man schon das Vogelleben angeschossen, weil ich habe nicht so viel. Jetzt bin ich Schosse mit. Ich habe keine Muni mehr, ich wollte gerade noch was machen. Oh. Oh, Muni. Yoshi muss noch was machen. Essen? Also nochmal ganz kurz zurück zu Herr der Ringe. Wie hoch kann ich es auf meine Prioritätsliste setzen? Ist es wirklich, wirklich, wirklich gut oder ist es nur gut? Also der neue Teil ist sogar noch umfangreicher bezüglich hier eine Armee aufzustellen. Ich glaube, der meint die Filme. Ich meine, es ist Film, ja, deswegen Herr der Ringe. Natürlich ist das geil. Also ich könnte das, also wenn du vorbeikommst, können wir zusammen anschauen. Ich habe richtig geile Anlage da und Fernsehen. Muss ich ja, aber ich würde richtig schon riesengroßen sagen, Couch da, also das sagst du, das ist besser als Kino. Tausendmal. Ich würde schon sagen, es zumindest einmal geschaut zu haben, ist schon must-see, tatsächlich. Also es ist natürlich gut. Ähnlich Kultur wie Star Wars. Oder, also die nicht Disney-Version. Ich kann auch eine Verordnung geben, ne? Hier bezüglich ja, Herr der Ringe vs. Star Wars, ne? Also ich habe gefeiert bei dem Video. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? Und auf einmal so einkaufen geht der eine und dann auf einmal fängt er hier eine Ring sie zu knechten, ne? Und dann der Verkäufer fängt auch damit an oder so, ne? Ja. Wie sie fängt und auf einmal so ein Zuschauer. Oh, ich müsste es andersrum machen, ne? Mit Rückkehr des Königs, ne? Es gibt nur einen Rückkehr, ne? Und das ist hier der Rückkehr der Jedi oder so, ne? Ja, und dann zieht er über Herr der Ringe her, bis zum geht nicht mehr. Das war schön. Ich glaube, ich weiß welches. Ich glaube, das Video habe ich mal gesehen gehabt. Dann. Einfach mal. Ach, ja. Es gibt Schlimmeres oder sowas halt, ne? Also. Wie zum Beispiel Berlin Tag und Nacht, also das wäre definitiv schlimmer. Oh mein Gott. Alter, warte mal, wie viel bräuchten wir denn jetzt dafür? Vier Leder. Haben wir noch ein Leder irgendwo? Ja, ja, nee, natürlich, hier. Cabo, hier hinter dir. Oh, Yoshi, ich hab dir mal den Link geschickt. Da. Link. Link? Oh. Link im. Nee, ich hab im normalen Chat geschrieben. So? Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu binden. Und ewig zu knechten. Sag mir aber irgendwas, kenn ich das vielleicht sogar? Du meinst das bei dir in D-Live, ne? Nee, bei dir im D-Live-Chat. Ach, guck mal, das ist falsch. Noch mehr Leder. Achso, ich war im falschen Ding. Achso, ah. Was im falschen Ding? Okay. Gibt's ein richtiges Ding? Jetzt hab ich das richtige Ding. Yes. Bäm. Okay. Dann mal gucken. Ich hab gefeuert ohne Ende. Schütz dich vor Holzsplittern. Also, das sind alle drei Teile. 6 Stunden und dann die Uncutted. Boah, alle drei 12 Stunden. 12 Stunden? Ja. 4 Stunden, du musst Uncut anschauen. Oder am besten erst Cut-Version und dann komm Uncut. Mit. Komm mal mit. Also, okay. Du wirst glücklicher werden, glaub ich. Also du wirst ein sehr glücklicher Mensch. Ich würde mir gucken, wie viel Geld ich für den Mist ausgegeben habe. Wirklich, erst habe ich Hardring auf DVD gekauft, dann habe ich die Uncut gekauft. Okay, Tom, finde ich gut. Na, Tom, wo bist denn du? Ich bin hier bei den Kisten, wieso? Ach, komm mal mit. Wo bist du? Warte, ich komm. Also. Du hast einen Lama gefunden. Ich dachte, wie denn wen? Utwin. Achso. Utwin. Okay, Utwins Babe. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Hä? Wo? Was? Tür schon wieder zu. Wo ist die Tür? Da. Guckst du gerade ein Video an? Yoshi? Ich wollte es angucken. Es geht 3 Minuten. Oder soll ich jetzt angucken? Nee, ich dachte, du guckst schon an oder so. Nee. Ich wollte es dann fix an. Also gut, unter Wasser habt ihr jetzt gesagt. Ich bräuchte erstmal eine Taucherflasche. Ja, du musst ein ganzes Stück schwimmen, weil die, wo noch zu looten ist, ganz weit weg und in sehr. Hinter der Insel Tiefe. Quasi? Gegenüber uns? Ja, das ist mir nett. Was? Will ich nochmal mitkommen? Dusch dich schon wieder. Zack. Hi, es interessiert mich nicht.
Okay, brauchen wir noch irgendwas? Ne, Haken habe ich. Okay, dann. Cabo, lead the way. Okay. Wir haben wieder 58 Metallbahn. Also können wieder was verbrauchen. Oh, ja, dann würde ich mal schnell mal hergehen und ein bisschen panzern, was Heimer aufhört da die ganze Zeit. Ja. Nein! Das ist Film... da die ganze Zeit hier Teil vom Mittelwerk. Wenn die Seitenflüge, die wir jetzt haben, gepanzert kriegen, dann hätten wir da echt Ruhe jetzt. Genau. So, dann da oben. Interessiert er sich nicht für mich, weil ich zu tief bin? Ab wann kommt eigentlich der zweite Hai? Dauert noch, oder? Ja. Ich weiß nicht, also den habe ich gerade beschossen. Einer ist noch da. Ja, der ist da bei mir. Mit Pfeil und Bogen kannst du den abwehren, ne? Ja, das mache ich schon die ganze Zeit. Ja, also immer mal wieder. Vogel? Ist der Vogel eigentlich tot? Ja, den habe ich gekillt, weil keiner mir geholfen hat. Danke nochmal dafür. Oh, du bist ja ein richtiger Braun. Na toll, jetzt ist da noch so ein Pummelfisch. Pummelfisch? Pummelhof. Ja, einen habe ich erledigt, also. Ja, der andere ist hier bei mir beim Hai. Hai haben. Und Eisen Bücher. Jede Menge. Und von dir gar nicht Bücher weg. Hätte sogar, ich glaube, die Bücher hätte sogar meine Schwester da, aber oh Gott, Bücher. Da bin ich. Ach, wenn du damit. Oh, das sind sogar zwei Pummelfische. Da bin ich aber noch mehr wählerischer als bei Filmen. So. Ach, wenn du mal anfängst damit, dann ist es eine Sucht, ne? Ja, also ich habe ein Buch, schaffe ich vielleicht in ein Jahr. Ne? Also das braucht schon lange. Also meistens bei Klositzungen, dann lese ich ein Buch und dann war es das eigentlich auch. Klositzungen habe ich andere Sachen. Der Joshi geht noch. Ja, nein, so wollen wir die Herrin natürlich nicht nennen. Das ist ganz klar. In einem Zug. Hai ist tot. Genau. Einmal früher. Noch. Entweder Hexe oder Hummelpummel. Warte, jetzt hole ich erst das Eis, bevor ich die Hummelfische da niederknall. Exploit. Wer hat Exploits? Bücher haben keine Exploits. Das ist wie viele Yoshis braucht man, damit Urban Constant bauen kann? Richtig alle. Okay. Oh, das ist dann sogar eine Unterwasserhöhle, hä? Selbst der Creative Road Mode hat nicht genug Ressourcen für meinen Bauvorhaben. Bin ich einer der wenigen, die auf dem Klo nichts anderes machen? Also wirklich, wenn ich auf Klo gehe, gehe ich auf Klo. Also das ist. Ich will es immer noch in der Apokalypse vorstellen. Zombie-Apokalypse und bin am Bauen, der Rest wird von Zombies aufgefressen. Ja, schreib mal leiser, ich bin gerade am Bauen, ich bin mir nicht sicher, ob das gut war. Das ist doch. Ja, yeah, RIP. Könnt ihr bitte leiser schreien? Danke. Oh, wir haben. Stell mal vor, die Belebenden haben sie gerade so einen provisorischen Zaun aufgestellt, um die Zombies abzuhalten. So, oh, letzte Sekunde, die Zombies waren fast da und ich gehe da so her und fange gerade an, den so abzureißen. Ey, der steht da komplett schief, seid ihr wahnsinnig? Der muss wieder weg. Naja, gut, aber wer baut. Wer... Ich meine, so fühle ich mich jedes Mal, wenn ich den Wall bauen will und dann kommen die ganzen Dwarfs an. Das geht so nicht. Oh, jetzt wird's dunkel. Jetzt sehen wir nichts mehr. Ja. Das habe ich vorhin angedeutet, ne? Was? Nur so nicht. Ja, guck mal, wenn dunkel sehen kannst. Aber guck mal, wie du Gutes sehen kannst, wenn dunkel ist. Da siehst du richtig leuchtenden Dude. Das ist doch eigentlich satisfying. Nee, wirklich nicht. Nur wenn du ganz nah dran gehst. Dann siehst du den. Bist du dir das sicher? Extrem sicher. Und eine andere Frage: Hat jemand irgendwie die ganzen Schwimmsachen woanders hingestellt oder ist die alle? Die ist alle. Ich habe die letzte rausgenommen. Ich habe die vorletzte rausgenommen. Dann stelle ich mal richtig welche her. Gut, dann ich hab auch gar nichts. Ich benutze die ganze Zeit keine Schwimmausrüstung. Was? Du nimmst meine Sachen nicht? Wieso? Ist sich der feine Herr etwa zu fein dafür? Aha! Echt mal. Er will nur Dolce und Gabbana-Zeug haben. Genau. Gut, dann stelle ich welche wieder einen kompletten Set fürs Team her. Okay. Fürs Team. Einer muss sich fürs Team halt immer opfern, ne? Selber Opfer. Oh ja, ich habe eigentlich das Metall an. Selber das Opfer. Ja, genau. Oh, oh, da ist noch Metall. Oh mein Gott, das ist ja echt übertrieben tief. Oh mein Gott. Leben oder Loot holen? Yoshi? Ja. Metal?
Mittel. Das sieht halt in der Nacht ein bisschen arg schlecht, ne? Kupfer und Eisen. Ich kann schon unterscheiden, wenn ich nah dran bin, aber... Ich bin zu faul dazu. Ich sammle es einfach auf und pack's in die Kiste rein. Ja, toll. Und ich muss das Mist ausmisten. Drei, vier, fünf. Ich mach das wie mein Stift, weißt du? Das wird einfach irgendwie rein. Irgendjemand sortiert das dann schon aus. Ja. Irgendeiner macht das schon. Das denkt auch mein Nachbar hier bezüglich hier Waschmaschine einfach mal hier ein Haus gestellt, also Treppenhaus. Irgendwelche Pappdinger einfach unten hingeschmissen. Irgendjemand räumt das schon weg. Das ist doch super. Dieser Penner. Ja, das ist ein frisch sozialer Mensch. So. Worüber lachst du? Oh. Soziale Menschen sind. Ah, siehst du, explosiver Schleim, Kupfer, Eisen. Explosiver Algen. Schleim. Sehr schön. So, Essenskiste. Ab in die Kitchen. Ja, gut, ja. So, okay, ich bin jetzt einmal hinten um die Insel rum. Ich denke, das meiste ist gelootet. Jede Menge Köpfe. Achso, wie war denn das mit Algen? Jetzt habe ich Algen mitgenommen. Brauchen wir die noch? Ja, kannst du mitnehmen. Ich habe jetzt hier 5 Flossen hergestellt. Okay. Also. Okay. Was war das denn, Jochen? Ach, Glas. Oh, ich muss mich mal irgendwann mal, strecken. Das ist gerade. Ich kann mich gerade schlecht unter Wasser strecken. Warte mal. Was? Unter Wasser strecken? Ja, Relive natürlich. So, Moment. Ja. Kurz AFK in der Badewanne, Moment. Ja, ganz kurz AFK. So, ich bin gleich ganz lang AFK. Nein, beide Kisten sind in... Ah, perfekt. Mist, die Kiste wird nur zum Glück, haben wir noch eine zweite Kiste. Zweite Typ in der zweiten Kiste. Komm, wir tapezieren hier mal. Zack. Oder wie so ein Internetspruch. Dieser Moment, wenn du denkst, du hast ein Tier überfahren, aber das war nur ein Radfahrer. Alles gut. Das ist böse, ich weiß. Aber eine so Mitleidstüte für Fahrradfahrer. Ja. Ich bin ja als Fahrradfahrer seit letztes Jahr ziemlich intensiv. Das tut mir leid. Wie ist es jetzt so mittlerweile mit Verkehr? Sind sie ein bisschen besser, oder? Wie meinst du das mit dem Verkehr? Also, ja, also in Großstädten ist manchmal schon ein bisschen... Also Chemnitz geht ja noch. Und das Schöne ist, mein Arbeitsbeginn ist so, dass die Leute irgendwie eine halbe oder eine Dreiviertelstunde später losfahren. Also ich fange etwas eher an. Dadurch sind die Straßen komplett leer. Und nachmittags habe ich dann aus, wenn also Dreiviertelstunde wieder eher halt, ne? Also die haben nach mir Feierabend. Also ich komme ohne Probleme durch. Das ist schön. Das ist und da habe ich auch immer Parkplatz immer gefunden. Ah, wo ich ein WG hatte, habe ich immer Streit gehabt, ne, mit den Kollegen. Ich habe gesagt, ich habe nie Probleme mit Parkplatz. Ich habe keine Ahnung, was du hast, ne? Ja, du hast ja eine halbe Stunde eher aus als ich. Okay, das ist ein Argument. Ja, das merkt man aber hier und da schon. Ja, das stimmt. Wir können ablegen. Ja. Oder zum Beispiel mit einer Eigentumsgröße. Da bin ich mal später losgegangen von Arbeit, weil ich irgendwas machen musste halt. Und auf einmal, ich konnte nicht einparken. Die Leute haben gedrängelt ohne Ende, ne? Weißt du, die hätten wirklich nur ganz kurz warten müssen. Ich habe rückwärts eingeparkt, ich gehe in den Gegenverkehr rein oder so, ne? Und die überholen, ne? Und die zeigen mir den Vogel. Ich so, ich park ein, du hast zu warten. Also, bitte. Ja, das ist als schlimm. Vor allem hier im Ort kannst du ja zum Großteil nur seitlich einparken. Und da habe ich dann auch schon so oft gehabt, du kommst halt nur rückwärts rein, ne? Wenn du ein entsprechend großes Auto hast. Wie viele Leute dann immer versuchen, dir den Parkplatz wegzuklauen und versuchen dann vorwärts da in die Parklücke reinzukommen. Das ist krass. Also, das ist nicht okay eigentlich. Also. Nö, das ist so. Ich bleib dann da auch stehen. Ich habe kein kleines Auto, also von daher, mir ist das sowas das von scheißegal. Das nur für mich. Jetzt kann ich da ja rein. Da hat extra die Leute blockiert, ne? Das ist da kenne ich gar nichts, du. Oder einmal in Berlin, ne? Also wirklich, Berlin reinzuführen mit einem Auto, das ist die Hölle. Also, nee, jedes Mal, wo ich drin war, könnte ich eine Geschichte erzählen, dass
geht unter die Haut. Aber da sind wir raus, aus Berlin rausgefahren, sind gerade nach Deutschland zurückgeflogen. Wir fahren raus und wirklich, es ging ja darum, dass auf unserer Seite eigentlich blockiert war. Das war ziemlich Engstelle, ne? Aber die hätte ein Stück vorfahren müssen und hätte links reinfahren können und uns durchlassen, ne? Und hat gesagt, nö, ich habe Vorfahrt, hat sie extra aus dem Auto rausgeblickt und hat von uns verlangt, 35 Meter zurückzufahren und eine Parklücke zu finden dort, so dass wir dort reingehen. Und die hätte nur 5 Meter vorfahren müssen, rechts ein, also dort in die Lücke reingehen, ne? Weil die hat uns auch nicht da reingelassen, ne? Der hat gesagt, nö. Ist so, okay. Okay. Wir mussten richtig zurückfahren, rückwärts. Und sie sagt, ich bin Berliner, ich darf das, ne? Und ich so, was willst du von mir? Ich bin Berliner, ich darf das. Ich so, hör auf damit. Er hat gesagt, sie können doch hier 5 Meter vorfahren, dort rein, wir fahren durch und das Leben geht weiter. Und die so, nein. Ist so, ja. Schauen Sie sich mein Kennzeichen an, ja, ich bin jetzt. Ja, also, da denkst du auch, das nennt man passives Fahren eigentlich, ne? Also, so. Berliner sind aber extrem langsam. Was ist extrem langsam? Berliner sind doch extrem langsame Autofahrer. Also langsam, das ist das Nächste. Wir fahren raus und das war so eine Autobahn um Berlin drumherum oder so. Und da durften wir mit 90 fahren oder so. Und der Kollege von mir, oder mit 80, und der ist auf jeden Fall 10 oder 15 km/h schon schneller gefahren, ne? Ja, und auf einmal kommt ein LKW von hinten, das war dreispurig. Und was macht der LKW-Fahrer? Fährt fast hinten rein und fängt an zu hupen. Ne? Ich bin übelst erschrocken, er auch, ne? Und ja, der hupt, der überholt uns, ne? Und rast davon, ne? Mit Anhänger, so ein 20 Tonner oder so. Sauber. Und wir sind schon 10, 20 km/h schneller gefahren. Und dann haben wir gedacht, was zum Teufel ist sein Problem? Ja, solche gibt's halt immer wieder. Ja. Berlin. Also jedes Mal, wenn ich da reinfahre, irgendwie sofort irgendwo einen Parkplatz, also dorthin, wo ich hin will, Parkplatz finden irgendwo und dann zu Fuß weitergehen. Ja, ich würde mir überhaupt nicht die Mühe machen, alleine schon wegen den ganzen Ampeln, den ganzen Shit. Nee. Ah. Würde ich nicht. No. So, Dali. Wenn du einen Parkplatz... Parkhaus. Und Panther schreibt, wenn man ein Tier anfährt und den Förster Bescheid gibt wegen Wildunfall und er schaut dich an und dann die Fliege auf der Scheibe und dann wieder dich, ne? Das ist aber auch gut. Mir wollte noch nie wer den Parkplatz stehlen. Aha! Nee, also das ist, also hin und wieder gibt's da, also... Ja. Was ich aber auch schon gerne gemacht habe, das ist dann, wenn du so vom Einkaufen rausgehst, siehst du so die Fahrschule, kommt dann so an und sieht so zwischen deinem Auto und dem anderen Auto ist ja diese eine Lücke dann noch schön frei und dann versucht man da ja immer den Fahrschüler da rein. Da versuche ich dann immer so schnell als möglich in mein Auto zu kommen und dann wegzufahren. In der alten Wohnung, wisst ihr, habe ich von oben runter geguckt und habe wieder den Parkplatz gesehen, wenn dann Leute so nach Parkplatzsuche waren. Aber wie oft bin ich da einfach aus Langeweile da gesessen? Auto auf. Dann bleiben sie stehen, gucken so, wer läuft da hin zu dem Auto, warten, tut sich nichts, Auto zu, Auto wieder auf. Das hat so Spaß gemacht. Oder wenn dann Leute aus dem Auto rausgehen, machen ihr es zu und in dem Moment machst du deins auf. Ey, wie die irritiert den gucken. Oh Mann. Was auch schön ist, wenn du einen Smart hast, ne? Dann tust du auch die Menschheit damit quälen. Ja, dann also damit Bremsklotz. Oh nee, es geht ja darum, so ein Mini-Park halt, ne? So hier, so ein Smart. Das ist okay, da ist ein Parkplatz, ne? Fährst du ja ran, da ist ein Mord drin. Nein! Ja. Da kannst du so eine Lecke rausreißen. Ja, das kenne ich, das Gefühl. Ah, da ist ein Parkplatz. Scheiße, schon was. Ich hab wieder was gesagt, ich verstehe den so schlecht. Gibt's am Discord? Jemals Ärger. Nein, Internet. Dein Internet will dich dauernd ärgern, ja. Down-Ärger, ne? Down. Ja. Nein. Aber okay, gut. Ich mache jetzt einfach Feierabend. Cabo, du musst morgen sagen, das geht nicht. Ja.
Sorry, Chef, ich kann nicht kommen, ich muss noch mit den Boys Raft spielen. Ja, genau. Ich krieg eh nur unter Sonntaggenehmigungen derzeitig Urlaub. Das ist einfach mal so Gesetz der Angelegenheit. Du nimmst keinen Urlaub, du gehst einfach nicht auf die Arbeit. Ach so. Ja, ich nehme schon Urlaub. Ich muss nur vorher bei meinem Hausarzt vorbei. Ja. Chef, Moment, ich nehme mal Urlaub. Du kriegst keinen Urlaub, mein Hausarzt sagt doch. Mein Hausarzt sagt ja. Leute, wo ist's? Achso, ja. Ich wollte schon ausrasten, wo der ganze Geleber hin ist. Aber aufpassen, ne? Nicht, dass wenn du auf Arbeit fährst und dann dich aus Versehen falsch abbiegst und zack, bist du in Urlaub. Das geht ja ganz schnell, stimmt, ne? stimmt. Das Gute daran, Motorradfahrer zu sein, ist, dass du überall einen Parkplatz findest. Selbst wenn einer zwei Parkplätze blockiert, weil er schief steht. Naja, gut, okay, Anhängerkupplung raus, Anhängerseil dran und dann... Bei uns hat einer geschafft, 5 Parkplätze zu besetzen. Ach du Scheiße. Erstmal komplett quer drüber. Ja, wirklich. Das war hier so gegenüber solche Parkplätze halt, ne, so Parkbuchten. Und da hat sich einfach, ist da reingefahren, hat sich quergestellt. Was haben die anderen gemacht? Die haben den komplett zugeparkt. Das haben wir aber auch schon gemacht. Und dann sind sie dann nach Hause gefahren halt, ne? Also haben sich von ihren Frauen abholen lassen. Ja. Und die haben den Security gemeldet, ja, ich muss ein Auto heute mal hier lassen, aus den und den Gründen, ne? Ja, und das haben die dann alle gesagt, den Security-Typ hat das gar nicht interessiert, weil einer Abend darfst du mal dein Auto stehen lassen halt, ne? Und ja, hat sich da rausgestellt, dass sie den zugeparkt haben. Das geht auch. Das war ein bisschen doof, aber ja. Das war aber dafür eine Lehre für den Person. Also gut. Dann mal ciao für die Aufnahme im ersten Sinne. Was ist aufgenommen? Ja, natürlich, ich nehme das immer auf. Und gestreamt, Aufnahme und Stream. Aufnahme und Stream? Ja, mit Streamlabs funktioniert das relativ gut. Ich hätte halt nur von Anfang an gucken müssen, dass der Codec für das Aufnahmeprogramm richtig läuft. Aber okay. Eine Grafikkarte bestimmt noch so am Schlürfen von so einem. Geht so einem eigentlich. Ach, das soll alles sein. Ach. Ja, die ist jetzt. Die Grafikkarte ist gerade mal bei 50%. Die Aufnahme läuft über die Grafikkarte. Und der Prozessor ist noch. Die Grafikkarte ist noch harte Schichten in den Bitcoin-Minen gewohnt. So, hart arbeiten. Ja. Nein, die CPU ist gerade mal bei 50%, also jetzt gib ihm. Da kann ich von der Bitrate sogar das nächste Mal noch ein Stück weit drauf gehen. Ja! Die CPU ist bei 2%, ist das normal? Speicherauslastung 158. Das 2%? Ja, CPU-Auslastung steht hier 1,7%. Kann nicht stimmen, oder? Kann nicht stimmen. Okay, also für die Aufnahme. Adios, amigos, bis zum nächsten Mal. Bei 80. Tschüss. Jo. Tschüss.